da ist noch eine extra Staubmaske drin. Also ich habe mir jetzt eine rausgenommen, eine Maske. Jo, das ist gut, ich muss mir auch noch eine rausnehmen. Achso, wo sind die? Irgendwo, wo, Erik, wo? Na hier, achso, da brauchen wir ja noch eine dritte. Oh, ja. Alter, ey, aber das war jetzt die ganze Zeit schon das Thema. Erik, das habe ich dir aber auch gesagt. Eine vierte, ich muss jetzt noch eine, ich habe jetzt die dritte gemacht und jetzt muss ich noch eine vierte machen. Wenn du hast ja keine, Balu hat keine und Dings hat, Daenerys hat sich die eine schon rausgenommen. Ey, ich stütze mir jetzt am Fahrstuhl, es reicht mir jetzt langsam. Also wer hat denn jetzt noch keine Maske? Anni hat noch keine Maske. Du brauchst auch keine. Warum? Balu, hast du schon die Maske rausgenommen? Ja. Ja, dann ist hier noch eine Maske drinne. In der Truhe. Daenerys, hast du schon deine? Ja. Okay, dann reicht's doch aus. Hat irgendjemand gesagt, dass er... Ich hab sie. Ich hab so einen dicken Kopf heute, ich brauch zwei Masken. Ne, vorne und hinten. Minimum. So, ich bin am Start. Oh, ich laufe jetzt auch zum Fahrstuhl. Jetzt. So, jetzt wird's auch hell, jetzt können wir auch losschlafen. Perfekt. Ne, also das war gleich wieder dunkel, als wir angetrödelt haben. Ach, Quatsch. Stell dich doch nicht so Mario. An. Echt mal, ne? Jetzt müsste so die Musik vom A-Team kommen. Wir ziehen voll los hier. Für das Abenteuer. Diese Anfangskleidung, wird die für irgendwas gebraucht oder kann man die droppen oder soll ich die irgendwo reinpacken? Die kannst du droppen. Die wird für nichts mehr gebraucht. Ach, die aus Pflanzenfasern? Das kannst du weg. Kannst du droppen. Ja, die kann man ja auch ohne Probleme so wieder bauen. Oh, ich hasse, dass du deine Waffe ausgerüstet hast in der Hand gerade, dass du die nicht wechseln kannst. Schnellstartleiste. Oh. Seid ihr schon weg? Ja, wir sind schon vorgelaufen. Wir sind alle am Fahrstuhl. Alle am Fahrstuhl. Findest du den Weg zum Fahrstuhl? Jo. Okay. Das habe ich jetzt verpasst. Der Schatten sieht gut aus. Ha, wie sie alle am Fahrstuhl stehen. Bisschen schmal vor der Fahrstuhl. Shit. Wir gehen hoch. Ja, schön, dass ihr hier schon runterfahrt. Ja, mehr passen eh nicht drauf. Mehr passen eh nicht drauf, ohne dass wir irgendwie durchfliegen. Mann, wir gehen jetzt wieder hoch. Ja, ich schick euch schon wieder runter. Um es aufzudrücken, kannst laufen. Ich stehe jetzt halb im Boden. Mhm. Oh. Nur nicht zweimal drei Personen. Nur nicht bewegen. Nee. Ach Jake, Mario ist doch noch nicht am Verzweifeln. Nee, der ist schon vorbei. Das ist der Punkt ist schon über. Das ist einfach Resignation. Hat sich hier die Haare schon rausgerissen. Ja. Mhm. Ich glaube auch. Oh, du siehst ja cool aus. Warum hast du so cooles Zeug an? Weiß nicht, ich habe das mittlere genommen, was in der Kiste war. Das ist kambujanisches Schamanen-Gedöns. Das sieht ja voll cool aus. Achso, das habe ich gebaut. Das macht dich aber wärmer. Okay. Dann passt doch für die Wüste, ist doch super. Naja, okay. Da musst du nackt rumlaufen. Ja, ich weiß nicht, aber nur um eine Stufe. Um eine. Das reicht ja schon. Seid ihr unten? Da steht nur Stärke und Rüstung. Dann hol ich den jetzt wieder hoch. Du siehst links unten noch so ein, wenn du drauf gehst, so ein Symbol. Da siehst du ein Balken von der Schneeflocke. Wunderbar. Was für ein Prozessor braucht man am besten für Conan? Guten. Guten, ja. Ich weiß gar nicht, steht nicht auf der Steam-Spielseite, was die Mindestanforderungen sind? Ja, weil das kann ja gut sein. Oh. Also ich mit meinem Billo-Prozessor schaffe das. Kannst aber locker noch eine Stufe draufpacken, was die Prozessorleistung angeht. Wobei man das per se nicht sagen kann, weil der Prozessor alleine ist Wurst. Also wenn die Grafikkarte scheiße ist, dann hilft der ein guter Prozessor nicht. Weiß nicht. Ja, das, was ihr anhabt, habe ich nicht gefunden in der Kiste. Das ist ja... Was ist denn das? Ja, das ist eine ganz normale mittlere Rüstung. Standardrüstung. Okay. Das ist eine mittlere Isolationsrüstung. So, also, Fahrstuhl ist da. Ja, ein bisschen doof, aber so steht das im Team. Mittlere Hitze-Isolationsrüstung bauen, aber da brauche ich Team für. Ey, wir sollten echt die Treppe bauen, weil da können wir mit 6-7 Leuten deutlich schneller runter. Ja. Ja, gut, ich habe hab ja vorhin erstmal 2200 Schiffe geholt, also naja. Mensch, wir sehen ja richtig cool aus hier. So, können wir jetzt, bevor wir Mondschau machen? Hopp, los. Meine Güte, du bist so ein Grummelbär, ey. Na, das hallo. Ist ja der Wahnsinn. Mein Gott, sieht mir cool aus. Der erste liegt gleich im Dreck. Na und? Über links, rechts. Jetzt wird gemetzelt. Hallo, Freunde, ich warte den ganzen Tag drauf. Ja, ist ja in Ordnung.
Marius im Blutrausch. Rumgetrödel hier, ey. Weißt du, einer muss halt den Kindergartenbetreuer machen. Da musst du halt durch, übe dich irgendwie durch. Bist du mein Betreuer? Ja. Na, ihr aber Mario, ich gebe dir nur einen guten Tipp. Versteck dich bitte nicht im Gebüsch, ja? Warte. Ihr seht doch auf. Alle Pläne. Ja. Dann bist du wieder dran. Das stimmt. Oh, pass auf, sieht mich gar keiner jetzt. Und Hallöchen, Eons, genau. Mario, der Stream-Grinch, ne? Man kennt ihn ja nicht anders. Hallo, Freunde, hier rechts runter. Da ist ein Lager. Da wollen wir uns erst hin. Wollen wir uns erst gucken, was da los ist. Und denk dran, Pretty Fire ist an, ne? Ja, ja. Mhm. Und der eine macht Liegestütze hier. Echt? Cool. Ah, hier ist Sporty Mensch. Gleich mal die Achillesferse durch drin. Ja, und bitte gucken, was ihr für NPCs umbringt. Achso, ne? Moment, das ist ein Bogenschütze. Ist egal. Oder? Bogenschütze Level 3. Bogenschütze 3, ja. Den treffe ich wieder nicht. Also, wollen wir nicht auch einen Dreier-Bogenschützen mitnehmen? Ja, aber nicht, ist jetzt nicht Prio 1. Wir suchen jetzt erstmal irgendwelche. Oh, der hat 7 Eisenbarren und einen Antilopenkopf. Ja, super. Läuft denn das jetzt eigentlich mit dem. Ja, bitte. Ja. Da kenne ich jetzt einen Sklaven, also der nur arbeitet und keine Waffen hat, oder? Nee, das sind alles, du kannst jeden hier versklaven. Du kannst, also du siehst ja immer, was für einen Job die haben, ne? Ob die Kämpfer sind, Bogenschütze oder so, und dann steht da auch immer irgendwie eine Nummer hinter, 1, 2, 3, so in römischen Zahlen. Und wenn du die mit dieser Keule haust, dann kannst du die bewusstlos machen und dann kannst du denen das Seil um die Füße knoten und dann kannst du sie zum Rad der Schmerzen zotteln und dann versklavst du sie dadurch. So läuft das. Warum treffe ich den denn schon wieder nicht? Das ist doch kacke hier. Ich treffe den nicht. Trifft den jemand von euch hier, den Dreier? Nee, den. Hier den Kämpfer? Nee, den Dreier, ja. Achso, nee. Ich treffe den nicht. Na, jetzt irgendwer hat getroffen. Boah. Achso, nicht schlagen, schnell. Sondern mit der Keule. Mit der Keule, also aha, die wir haben wollen. Schlag mal weiter mit der Keule. Dann fällt er auf jeden Fall gleich um. Oh, jetzt hat er. Oh, das waren seine Arme. Ich hab dich erwischt wahrscheinlich, Anni, oder? Ein bisschen, ja, aber ist in Ordnung. Ja, das ist. Wer liegt denn hier schon wieder rum? Ja, ich bin gerade durch ein Leck draufgegangen. Ah, oh, shit. Na gut, der Weg ist ja nicht so weit. Nö, deswegen. Ja, die Musik hier finde ich immer schön. Aber eigentlich brauchen wir den noch nicht. Meine Bogenschütze Level 3 ist gut, aber. Was das denn nicht noch einen haben für den Bären? Ja, das Problem ist aber, da müsste den jetzt einer zurückzotteln und dann müsste man den erstmal irgendwie hochkriegen. Soll ich den denn zurückbringen, oder? Wissen eben auch mal die. Mm. Du kannst ja probieren, den zu auf den Fahrstuhl zu zotteln, dann können wir damit mal testen. Jo, eben. Also es geht ja, wird ja nicht schlecht. Ja, na dann mach mal Seiran. Der sieht so ein bisschen ungesund aus vom Kopf her. Sieht er bei euch auch so aus? Ja, der hat halt ich einen, hab ein paar Mal drauf gekloppt. Wollte gerade sagen. Der sieht dann nicht mehr so gut aus, wenn er da irgendwie bei uns rumsteht. Und Fennenick, ob ich Mario auch versklaven kann, das wäre eine interessante Geschichte. Aber ich glaube, das geht hier leider nicht. Solange wie du brauchst zum Versklaven oder zum Loslaufen. Oder ist nicht. Weißt du, wie das mit dem Seil funktioniert? Nee, hat mir noch keiner gesagt. Einfach das Seil in die Hand nehmen, quasi Schnellschaltleiste. Und dann E drücken, wenn du dran stehst. Ja. Und Hallöchen, Osborn. Moin. Geht doch die schittige Fahrstuhlmusik hier. Seil muss man aber erst lernen, ne? Ja, nee, brauchst du nicht. Also, es wurde ja schon gebaut. Achso. Hast du eins mit oder nicht? Nein, ich habe keins. Achso. Ich merke gerade, dass ich auch keinen Wasserbeutel habe. Das ist auch ein bisschen schlecht. Ja. Na, dann renn doch Balu hinterher. Du. Dann hol dir doch da ein Seil und einen Wasserbeutel und dann ist gut. Genau. Ich muss mich erstmal orientieren. Ach, da ist glaube ich der Fahrstuhl. Wir gehen schon mal weiter. Gehen wir schon weiter? Balu, komm mit. Ich glaube, ich weiß wohin. Ja? Wo bist du? Hinter dir. Neben dir. Wir müssen hier rauf. Nee, da. Na. Ah, die ist ja gut bestückt hier, die Frau. Gleich mal der erste Blick. Ja, ich muss ja gucken. Lohnt sich das oder nicht, ne, zum Mitnehmen? Naja. Ah, die hat viel Tierhaut gegeben. Ach, hier ist das nächste Camp.
Na, hier ist ja gleich das Schiff. Put your weapons up. Naja, wir müssen mal gucken, dass wir die irgendwie vorsichtig, oh, die zwei Typen, die sind ein bisschen krass gewesen. Was ist denn er für einer hier? Ja, nicht, weil. Oh Gott, ey, geh mal weg da. Ich wollte ja wegrollen, ging. Ja, du hast alle gepult. Oh Scheiße, warum denn? Ja, weil du in Richtung Lager gerollt bist. Ah, Moment. Richtig gut. Die hauen doch wieder ab, oder? Nee. Nee. Auf, die Speerkämpfer sind ein bisschen assi. Ja, nicht nur die. Ah. Oh, da ist ein Level 3 Speerkämpfer dabei. Ich bin mal weg. Nee, es ist 2. Sag mal, können die mal auch mal irgendwie wieder resetten? Ach, der hat einen 2 an Streitkolben, deswegen ist er so langsam. Wo ist denn der Sklave jetzt hin? Ja, das Seil kann reißen. Alter, ich hab hier gerade einen Mega-Leck. Und dann ist der weg, oder wie? Dann kann der wieder weglaufen, ja. Aber normalerweise muss man gucken, vielleicht liegt er auch noch auf halber Strecke. Er liegt hier vor meinen Füßen, weil hier kommen noch welche. Nein, also ich kann ihn sehen, den Bogenschützen. Ja, das ist doch gut. Fuck it. Ich seh ihn nicht. Dann ist er weg. Spalten wir den mal. Nicht zu hauen, weil du triffst an mich mit. Ja, ich wollte jetzt auch nicht hauen. Nee, ich sehe ihn nicht, tut mir leid. Dann drück mir mal das Seil. Ah, ich sehe jetzt die Schrift hier in der Luft hängen irgendwie. Ja, dann mach du das mal mit dem Seil. Warte. Oh, scheiße. Ich habe halt keine Ausdauer. Ich treff ihn nicht. Nee, ist tot. Ja, das Problem, ich bin halt direkt beim Rollen immer wieder zurückgebackt in den, in den Hammerkämpfer da. Da passt natürlich keine Schnitte. Der Hammerkämpfer war aber zum Glück super langsam. Ja, aber nicht, wenn du direkt reinbackst beim Rausrollen. Vielleicht reicht das dann mit dem. Dann schon. So, ist gut, ist gut. So, schnell drücken. Lauf den Neres hinter dir. Was? Das ist Aska. Das ist Aska. Ja, aber da ist eine Antilope. Nee. Ah, Drecksviech. Ah, ich glaube, er kommt nicht mit, oder? Also, warte mal, vielleicht ziehst du ihn durch den Seil hinterher. Ja, probier mal so aus. Also noch hängt er unten dran am Fahrstuhl, wenn ich richtig sehe. Oh, geil, ich kann ihn draufziehen, cool. Okay, na dann, tschakka. Seil um den Kopf wickeln und dann einfach hochziehen. Einziges Problem, ich bin schon so durstig, dass ich wahrscheinlich gleich umfalle. Mm. Warte, ja. Hm. Oh, ich bin gleich tot. Ich kann nicht droppen. Todescounter Mario 1 an die 1. Oh nein, jetzt fallen sie beide runter. Ich glaube es nicht. Ja, das läuft ja schon richtig gut hier. Na, sollten wir vielleicht jetzt doch die Treppe bauen. Das wäre wahrscheinlich... Ey, sag mal, Balu, hörst du jetzt auf, diesen scheiß Fahrstuhl nach unten zu bringen? Wir wollen jetzt endlich mal runter. Ach, ihr seid oben, oder? Ja, wir sind doch beide gestorben. Alle fertig. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch. Ja, na, ich wollte wieder runterfahren und sie erholen. Woher soll ich denn wissen? Wir brauchen hier so einen Speed-Fahrstuhl, so einen Express-Fahrstuhl. Zip, zip. Das wär's. So. Ja. Jo. Oh, 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 oh. Was denn? Ahaha, ein Strich. Oh Gott. Na, hart am Limit. Gott, ey. So, wir gehen diesmal eine schöne Aussicht von oben. Oh ja. Ne? Lange nicht gesehen. Aska, kannst du mir helfen? Wo bist du denn? Neben dir! Hier sind die zwei Typen. Einer hat aber wenig Speer. Leben. Den Speermann musst du aufpassen, ja. Oh ja. Ey. Haben die sich schon wieder regeneriert? Eine gute Frage. Ist ja, haben die noch Lebensbalken oder noch nicht? Ah nein, jetzt sind die wieder verbuggt. Wow, das geht ja echt schnell. Aber es ist Full Release, ne? Können wir nicht vergessen hier. Ja, der mit der Keule hat so volles Leben wieder gehabt. Oh. Okay, der Speerträger ist jetzt aber wenigstens tot. Ich weiß auch nicht, was für ein Bug ist, dass man die ab und zu überhaupt gar nicht trifft. Ja. Mhm. Das ist richtig räudig. Soll ich gleich mehr Trinkschläuche machen? Braucht noch jemand einen? Also ich habe einen. Ja. Aber ja, vielleicht kannst du doch zwei, drei mitnehmen. Ja, einer tankt den immer mit dem Schild und der andere kloppt den von hinten nieder. Dann hau ihn um. Hau ihn um. Na, hau drauf.
Charakter. Ich glaube, es müsste auch einer von uns eigentlich mal einen Zweihandhammer nehmen, weil dann kannst du nämlich auch umschubsen. Ah, jetzt häng ich da. Kriegt ihr den Fahrstuhl schon mal hoch, Daenerys, ne? Ja, ich mache jetzt noch die Trinkschläuche, dann gehe ich gleich wieder hin. Und hol das Zeug. Aber füll die auch auf, ja? Ja, natürlich. So, mal kurz gucken. Wie leer wäre blöd. Können auch hier unten auffüllen mit Sand, dann weißt du. So Sandsäcke. Ich hoffe, das ist die richtige Richtung hier zu dem komischen anderen Lager. Oh Gott, da kommt ja schon wieder jemand angerannt. Geh weg. Da ist meine Leiche. Oh, geil. Und dann. Kannst du die eigentlich mit deinem Kreuz auseinandernehmen, meine Leiche? Ja. Willst du das machen? Ich habe gerade keine Zeit. Okay. Zack. Abgehackt hier. Guckt euch an, die Füße abgehackt. Na oh, wunderbar, wirklich. Ja. Das ist gerechte Strafe. Oh. So. Immer schön die Rinde looten, ne? Ja, Leute. Weil Rinde ist ja immer Mangel. Mhm. Hab ich schon. So, und da drüben nehme ich auch noch auseinander die Leichen. Und Hallöchen an alle, die jetzt eingeschaltet haben. Einen wunderschönen Donnerstagabend, einen schönen Herrentag und auch an die Damen der Schöpfung. Einen schönen Herrentag, wir können schließlich immer feiern. Ne? Und immer so sterben. So sieht's nämlich aus. Na, sterben müssen wir wer, auch wer manchmal. Wer pullt denn hier schon wieder? Na, den Blöder. Wer stand denn jetzt hier? Da war doch irgendwer. Na, Erik, warst du das nicht? Nee. Nee. Achso, Aska war das. Hier ist ein Kämpfer 3, wollen wir den haben? Nein, wollen wir nicht. Also, alles töten. Warte, was habt ihr denn gleich am Start? Übrigens, die Maske braucht er noch nicht tragen, ne? Aber die ist doch schön. Ja, aber die nimmt doch Schaden. Und die ist auch Stahl und teuer in der Reparatur. Boah, Alter, wie die wehtun. Oh nee. Kann den mal jemand hier abnehmen, bitte? Sonst bin ich gleich wieder tot. Oh Gott. Oh nee, jetzt ist da so ein wildes Tier. Oh Mann. Ach, wer rennt denn da in mich rein? Ja, jetzt habe ich Blutung. Oh, ah, danke, Aska. Super. Ich habe den fast down, da kommt Aska reingerannt und schnetzelt uns beide kaputt. Ja, Unfälle passieren. Unfälle passieren, ja. Wir kommen gut voran hier. Ja, ja. Aber das PvP anschalten hat sich ja wieder. Ja, Mario wollte das halt so, oder? Nee, ich wollte das nicht. Nein? Ich hab's extra ausgemacht gestern. Wer wollte das denn so? Ja, weiß ich nicht. Es kam Beschwerden, dass das aus ist. Ach so. Ja. Clemens war es, oder? Der ist ja auch heute richtig gut da, ne? Ja, Clemens. Wahrscheinlich. Oh. Oh, diese ganze Menschenfleisch in der Tasche. Immer raus mit dem ganzen Krempel hier. Braucht kein Mensch. Nee, ich nehm das auch mal. Ich passe auch mal weg. Menschenfleisch. So, ich kill jetzt die Antilope hier mit Pfeilen. Wer der gepult? So, ich komme jetzt runter mit dem Fahrstuhl. Ja. Ach, Mann, ey. Mann, der läuft immer außer Reichweite hier. Und dann werden wir versuchen, mal den raufzubringen, ne, Balu? Mhm. Und dann ja, wenn er noch da liegt, weil ich sehe ihn nicht. Okay. Ich habe ihn ja vorhin auch nicht gesehen, also. Und Hallöchen, Colli. Hallöchen. Moin. So, wir haben noch keinen Händler entdeckt, oder beziehungsweise Handwerker. Was nicht entdeckt? Handwerker. Ach, Handwerker. Ah. Einen speziellen, oder heißt er dann direkt Handwerker? Naja, irgendwas halt. Bist du hier also einer oder eine? Du bist eine Kämpferin, glaube ich, oder? Ah, Schmelzer Stufe 2. Nee, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit? Den nehmen wir mit. Alle mit der Keule drauf. Erstmal zurück, immer zurückpolen. Ja. Raus aus dem Lager. Jo. Ach, hier unten sind der Schleichnasen. Fuck. Jo. Reicht das? Mhm. Aber sonst immer schön kaputt damit. Noch nicht. Oh Gott, ist das brutal, ey. Weißt du, hier schon alle wieder. Okay. Oh, alle mit dem Knüppel rauf. Sehr schön. Hervorragend. Oh Mann. So, Seil ran und los geht's. Ja, ich hab ein Seil, aber willst du deins nehmen? Also, kannst du gerne mitnehmen, wenn du willst. Nee, okay, Asgard. Ach, Asgard schon. Na gut, sehr dann gut. Richtung Fahrstuhl.
Ich hätte gewusst, dass ich das Seil so schnell verbraucht, hätte ich auch mehrere mitgenommen. Ich habe das verbraucht sich eigentlich nicht so schnell. Das reißt manchmal einfach. Man muss halt immer wieder ein bisschen gucken, ach so, was das Sklave macht. Du kommst ja durch den Dreck ziehen. Sieht aus. Ja, ja, ein bisschen sauber machen. Ah, jetzt komme ich gar nicht runter. Oh je. Siehst du ihn hier liegen, oder? Nein. Ja, Asgard, du kennst ja den Weg, ne? Ja. Okay. Ja. Und ich habe auch ein zweites Seil mitgenommen, dachte ich. Wer hängt denn hier in der Luft hin? Nee, ein Seil habe ich. Ich habe mein Seil ja wieder raus. Ach so, nee. Ach so, dann ist es wirklich gerissen. Aber bei mir hängt hier jemand in der Luft. Nein, ich habe jetzt ein Seil mit von oben. Hast du auch eins von vorher das? Ja, das was jetzt was so ja fast zur Hälfte kaputt ist, ja. Genau, das was du mir vorher gegeben hast. Mhm. Ist mal was zum Heilen. Brauchst du nicht mal Ambrosia nehmen? Ja. So, ist ja noch was im Lager los? Der Hase da vorne, Gott. Ich muss mal meine Leiche kaputt machen. Guck mal, der hat auch einen Steifen, also Ohren, meine ich. Achso, oh Gott, ey. Guck dir das doch mal an. Ja, jetzt nicht mehr. Toll, Hase umgebracht. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Ja, nee, da stimmt wirklich was nicht. Oh Gott. Ich glaube, der hat die blaue Pille geschluckt. Ja. Auf jeden. Bis zu den Ohren, ey. Bis zu den Ohren. So, zack. Also, der Sklave ist leider weg. Der zweite jetzt auch, oder was? Nee, was zwei? Nee. Der erste, ja, wenn der erste weg ist, ist es jetzt auch nicht so dramatisch. Da gibt es dann einfach einen neuen. Ja, Bogenschütze ist nicht so wichtig, ist der Schmelzer. Der Schmelzer, mit dem Asuka jetzt unterwegs ist. Der muss auf jeden Fall ankommen. Okay. Ja. Und dann holen wir den Aufzug wieder runter. Genau. Der kommt zu dir? Nee, oh, hier ist eine Notiz. Wer ist wo? Eine Notiz? Ja. Aber wo ist denn hier wer? Hast du was zu trinken einstecken? Warte, ich kann dir es droppen. Keule oder Axt oder was? Kaputt machen? Nein, einfach kaputt hauen, ja. Ich erstmal auch meinen Wasserbeutel auch erstmal mit auffüllen. Oh, jetzt komm. Ah, ich hab noch einen vollen. Magst du den haben? Sehr schön. Ja, machen wir aber halt mal. Jetzt bin ich schon hier, jetzt fahr ich auch noch mit da oben. Oh, der hat einen Trank mit. Zieh ihn mal rauf, ja, ist ja. Na, Moment, der Aufzug ist noch gar nicht da, oder? Ach ja. Er ist auch langsam. Hier, komm mal mit zur Notiz. Irgendwo war die. Warte mal. Na, hier drüben, glaube ich, oder? Manche ja. Die hier in der Luft schwebt, meinst du? Mhm. Lass doch erstmal den Fahrstuhl runterfahren. Jetzt. Bei mir war er unten. Nee, jetzt ist er erst unten. Nee, bei mir jetzt schwebt er in der Luft. Okay, nein, er ist jetzt unten. Wir sollten echt die Treppe bauen. Ja, wir sollten. Oder noch 5 Fahrschüler, dass jeder einen nutzen kann, was weiß ich. Da müssen wir die Treppe, glaube ich, 2 breit machen, damit wir den Sklaven von dem nicht hochkriegen. Oder wir wollen wirklich unten das Sklavenlager hin. Ich wäre für die Treppe. Toll, Sklaven ich meine, ich ist einfach schneller. Und der Fahrstuhl durchziehst, ey. Bist du hier für einer? Bist du irgendwas Wichtiges? Du bist ein Kämpfer. Also ich habe den vorher raufgezogen. Es funktioniert. Wie das aussieht. Sehr schön. Schön über Kopf. Aber es passt, glaube ich, ganz gut, wenn einer halt das Schild hinhält und der andere von hinten draufschlägt. Ja, funktioniert wirklich gut. Oh, scheiße, im ersten Lager ist ja schon respawn. Echt? Ja. Na, vielleicht ist ja jetzt was Gutes wieder bei. Wir können ja nochmal gucken gehen. Naja, im ersten Lager ist, glaube ich, nichts Brauchbares. Auf der Treppe liegt da schon mal Baloo. Der von vorhin? Was denn? Ja. Der liegt auf der Treppe. Da. Oh, das halt das könnte auch noch was Wichtiges sein hier vorne. Also normalerweise war hier früher auch immer irgendwie ein Schmelzer oder so. Ah, da ist ein Handwerker, warte mal. Der hat gerade am Amboss getüdelt. Ein Kämpfer und immer ein Schmied. Stufe 1, glaube ich, oder? Stufe 2. 2. Dann müssen wir erstmal die anderen machen. Ich mach mal den hinten. Boah, ich treff nicht. Ja, lauf mal. Ja, der hängt. Da, ja, nee, super. Nee, geh mal weg da. Sehr schön. Ich komme hier nicht weg. Wir haben mich mit. Wo ist meine Leiche? Ach Gott, da ist ja noch jemand. Ich weiß mal hier hinten. Da ist eine Steinnase. Ja, lauf mal nicht. Vorsicht, da kommen die beiden anderen neben den. Mhm. Hat jemand meine Leiche geplündert? Geh, lauf weg, lauf weg. Du brauchst da nicht stehen bleiben. So, schnell hier. Ach, geh weg, Schmied. So. Können wir den jetzt, Ja, ja. Okay. Ja, ist ja okay. Ich nehme mit. Ja. Ja, schön.
Oh, Quatsch. Hä? Ich habe doch schon die 7 ausgewählt. Was ist das jetzt? Muss ich die Keule wegpacken? Nee, du musst einfach nur mit jetzt. E draufklicken. Okay. Kannst du mal mir Geleitschutz geben, dass wir zusammen zurückgehen, bitte? Ich habe mal das Gefühl, dass es los geht. Du, ich laufe eh wieder in die falsche Richtung. Wer hat denn jetzt, hier meine Leiche Nein, geplündert? Nein, keiner hat deine Leiche geplündert. Hm. Ist hier Respawn, geil. Ja, Erik Mario ist gleich da. Dann kann er dir auch helfen. Es kann ja nicht sein, ich stehe doch direkt drauf auf dem... Außer es ist jetzt durch die Map gebuggt. Nee, da musst du einfach wild rumrennen und E drücken die ganze Zeit. Das ist halt echt anstrengend teilweise mit den Leichen looten. Das hatte ich auch schon ein paar Mal. Geht jetzt schlecht, weil Respawn hier gerade ist. Ja, ich bin ja gleich da. Schleimsuppe. Oh nee, da kommt gerade ein Sandsturm. Mhm. Mützen auf! Oh, ich droppe alles schnell. Dann bleib ich mal gleich hier. Ja. Oh, dann loote mal. Ich gleich mal die Sandsturmmaske aufsetzen. Mhm. Kurze Frage, wie lange dauert es, bis der Sklave wieder aufwacht? Das dauert eine Ecke. Okay. Irgendwie, keine Ahnung, bin schon wieder falsch gelaufen. Ja, du musst doch nur in Richtung der Bergkette. Ja, bin ich ja, aber irgendwie muss ich dann weiter hier an dem Dings lang. Nein, musst du nicht. Du musst da ging's nicht hoch. Da ist nichts zum Hochlaufen. Ja, dann bist du falsch gelaufen. Guck mal auf die Karte, bitte. Ja, der Fahrstuhl ist ja drüben irgendwo. Hier. Ja, da ging's ja nicht lang. Hier, direkt an dem Ding. Ach, da. Warte mal. Okay. Ich mal gucken. Da kommt der Sandsturm. Ich hoffe, ihr habt alle Masken auf. Oh je. Ja. Ich hab den jetzt reingepackt und der braucht jetzt Essen. Schleimsuppe. Wo finde ich das? Die muss man herstellen. Müsstest du standardmäßig im Inventar irgendwo können. Irgendwie im Lagerfeuer oder im Kochtopf. Mhm. Fehlt noch irgendwas, Erik? Oder? Setz mal deine Maske auf. Habe ich auf. Waffe? Setz mal deine Maske auf. Ich hab meine Maske auf. Das sieht bei mir nicht so aus. Hier ist noch ein Schwert. Ach so, jetzt hat er die wieder abgelegt. Ah ja, da ist es. Na, ich weiß halt nicht, wo der was hinsortiert hat hier. Also ich hoffe, dir ist alles gegeben. Ja. Warte mal, ich glaube, ich habe aber deinen Ambrosia bekommen. Hast du deinen Ambrosia noch? Ja, ich habe noch welches. Ich droppe dir auch mal ein bisschen Eisen und ein bisschen Stahl zum Reparieren. Nee, ich habe ja noch Ambrosia. Ich dachte, ich habe nur ein bisschen mehr als vorher. So, Stahl und Eisen kannst du noch mitnehmen. Vertrau mich nicht lang. Ja, hallo, läufst du mal in die andere Richtung? Hier, du bist doch hier bei mir. Hä, wo bist du denn? Da, ja. Ja, und hier drüben lang. Aber da ging's nicht rüber, da fällt man runter. Ach, da kann man durchlaufen. Ich habe das die ganze Zeit hier mit für den Abgrund gehalten. Alte 4. Mann, ich habe gesagt, du sollst mich begleiten und das hast du nicht gemacht. Da bist du selber schuld jetzt. So, es ist schon wieder überall respawnen. Hier kann man echt farmen wie blöde. Beim Schiff. Oder vor dem Schiff sogar schon. Das haben wir ja damals auch gemacht. Das Problem ist, die richtig guten sind halt nur auf dem Schiff, ne? Also wir müssen sie aufs Schiff raufändern.